Genau, ja, warum bin ich hier? Ich habe mich auf Twitter, also ich bin Wirtschaftsinformatiker und bin leidenschaftlicher Entwickler im Thema Cloud, künstliche Intelligenz und sowas. Und habe da dann angefangen, irgendwann mich zu fragen, kurz vor der Bundestagswahl, was sagt eigentlich Deutschland zum Thema Cannabis? Und Twitter ist ja eigentlich so eine Quelle, wo man sehr viel Input bekommt durch die Texte. Und dann habe ich angefangen, da ein bisschen was rumzuprogrammieren und mein Twitter-Profil, 420-Monitor heißt der, eben mit einer Cloud zu verbinden und gewisse Dinge zu programmieren und für die Community auch Daten zur Verfügung zu stellen, behilflich zu sein bei verschiedenen Aktionen und Ähnliches. Und da bin ich dann in Kontakt gekommen mit dem DHV und irgendwie hat das eine dann zum anderen geführt und plötzlich habe ich mich jetzt hier wieder gefunden. Und genau, ich bin jetzt hier heute, um ein paar Worte zum Thema Obergrenzen zu sagen. Insbesondere zu der Fragestellung, wie verhält es sich eigentlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind schon ein bisschen weiter vorangeschritten und befinden uns in einem Fachgeschäft. Wie verhält sich das? Kann ich irgendwie 10 Gramm nur kaufen? Kann ich nur 20 Gramm kaufen oder 50 oder so viel, wie ich möchte? Das ist so ein Punkt im Thema Obergrenzen. Und da gibt es ja auch schon die Position des DHVs aus dem Eckpunktepapier. Der DHV hat sich beispielsweise für 50 Gramm pro Einkauf ausgesprochen. Klar, da gibt es bestimmt viele Leute, die sagen, ja, wofür brauchen wir eigentlich eine Obergrenze? Ich möchte so viel kaufen, wie ich will. Kann ich auch gut nachvollziehen. Es gibt aber auch Argumente, die dafür sprechen, die beispielsweise in Richtung so Steuerhinterziehung oder sowas gehen. Also irgendwie, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der verkauft mir zum Einkaufspreis, dann kaufe ich 2 Kilo oder was und gehe irgendwo hin und vertickt es dann für meine Preise. Das wäre ja dann wieder Schwarzmarkt. Also das ist so ein Thema. Persönlich habe ich da die Meinung, dass, auch wenn man sich es im internationalen Vergleich anschaut, Deutschland mit den 50 Gramm nicht schlecht dabei wäre, sage ich mal. Und prinzipiell ist es ja auch so, wenn man jetzt sagt, pro Einkauf, dann kann man ja im Prinzip irgendwie zum nächsten Geschäft laufen und sich da die nächsten 50 Gramm kaufen. Also ich glaube nicht, dass das ein riesen Einschränkungsfaktor ist. Das sind so meine Gedanken zum Thema Obergrenzen von der Menge her. Und bei den Inhaltsstoffen gibt es ja auch immer wieder Gespräche, dass man sagt, ja, maximal irgendwie 15% THC oder sowas in die Richtung. Persönlich halte ich das für Schwachsinn, weil ich denke, dass es am meisten Sinn macht, wenn in den Geschäften auch aufgeklärt wird. Also ich meine, wenn da jetzt jemand reinkommt, der zum allerersten Mal in seinem Leben mit Cannabis in Berührung kommt, dann sagt man lieber langsam, nicht irgendwie 25%, also lieber mal ein bisschen vorsichtiger. Das liegt dann einfach am Verkaufspersonal, am geschulten Verkaufspersonal. Und der DHV sieht da auch keine Notwendigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, um da Grenzen in den Inhaltsstoffen einzuführen. Und das sind so im Prinzip die Themen Obergrenzen, die gelten natürlich dann auch entsprechend für andere, also nicht für die Pflanze selbst, sondern für THC-haltige Produkte, ob man da irgendwie sowas macht. Interessant ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, in Thailand hat man, glaube ich, eine 0,2% THC-Grenze. Also ich glaube, das wünschen sich die wenigsten hier in diesem Raum. Und genau, das sind so die Eckpunkte des DHVs zum Thema Obergrenzen. Und ich würde dann eigentlich auch schon zurück an Georg geben. Ja, also grundsätzlich haben wir hier ein ziemlich einfaches, eine einfache Session erwischt. Ist mir fast peinlich, so als Springer sozusagen, dass Kollegen da viel kompliziertere Sachen haben, wo die Fragen und die Antworten nicht so einfach sind wie hier, ja, Obergrenze ja oder nein, und wenn ja, wie viel, das ist eigentlich relativ simpel. Man kann aber trotzdem lange darüber diskutieren, weil eben tatsächlich die Leute betrifft. Und ich will mal noch ein paar Sachen dazu sagen, um das irgendwie einzuordnen. Einerseits natürlich die Frage, was soll überhaupt die Obergrenze, wofür soll überhaupt gut sein?
Und das kann ich jetzt auch nach dieser Woche im Prinzip noch mal besser berichten, als ich das vorher konnte, weil ja die ersten Anhörungen vom Bundesdrogenbeauftragten vorbei sind und diese Frage speziell tatsächlich auch schon gestellt worden ist und fast alle für Obergrenzen plädiert haben, die da waren. Das sieht man eben auch an den ganzen verschiedenen Eckpunktepapieren, die teilweise so gebracht wurden, wo die eben vorgeschlagen werden, diese Obergrenzen. Weil ich aber den Eindruck hatte, ganz anders als das, worum es eigentlich geht, dass diese Leute da, die da angehört werden, die Konsumenten vor Cannabis schützen wollen. Ja, das sind alles noch so die alten Suchthilfestrukturen, so, die eben Expertise haben, um sich da irgendwie zu äußern und gefragt werden, die vorher auch schon immer die Leute vor Cannabis schützen wollten, im illegalen Raum. Und das jetzt weitermachen wollen und denken, okay, wenn jetzt jemand irgendwie mehr besitzt, dann ist er auch mehr gefährdet von Cannabis und dass man die Leute irgendwie schützt, wenn die weniger auf einmal kaufen dürfen und so weiter. Das ist natürlich eine etwas irre Argumentation, ja, der würden wir uns nie anschließen, das ist einfach Quatsch, weil dann kauft man halt öfter was, ja, wenn man irgendwie zu viel raucht, so, das ist ja vollkommen Wumpe, ja, ob man da jetzt 7 Gramm kaufen darf, dann kaufe ich halt jeden Tag 7 Gramm und mache die weg. Ja, dann habe ich trotzdem ein Problem mit Cannabis. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Anders sieht es aber aus bei der Frage, wie kann ich privaten Eigenanbau unterscheiden von kommerziellem? Wie kriege ich das hin? Weil da ist natürlich genau der Knackpunkt, um den es geht. Kann ich das überhaupt, den Graumarkt, den Schwarzmarkt, in einen Weißmarkt verwandeln, wenn ich keine Obergrenze habe, wenn die Leute mit Kilos durch die Gegend laufen dürfen oder eben 10 Kilo, was weiß ich, ja, wo klar ist, das ist kein Eigenverbrauch, das ist irgendwie doch zumindest sehr wahrscheinlich, ja, das ist schon irgendwie einigermaßen naheliegend, dass das nicht einer ist, der das irgendwie 10 Kilo im Jahr selber wegmacht. Also stellt sich da eben die Frage, braucht man da eine Obergrenze? Kann man das irgendwie anders abgrenzen? Man könnte natürlich auch sagen, scheißegal, ja, soll halt jeder so viel mit sich rumschleppen, wie er will. Solange kein Handel nachgewiesen wird, solange man keinem nachweisen kann, was da und da und an den verkauft, dann ist so klar, ja, dann ist das halt ein Händler. Aber wenn man das nicht kann, können wir auch sagen, okay, soll er halt damit rumlaufen. Wir sind ja auch immer der Meinung, Angleichung zu Alkohol wäre schön oder sinnvoll, ja, aber es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie Cannabis härter zu regulieren als Alkohol und da gibt es auch keine klare Obergrenze. Aber eine diffuse gibt es schon auch, ja, wenn man mit Alkohol, mit dem ganzen Laster voll Alkohol durch die Gegend fährt, voll Bierkästen oder Schnapsflaschen oder was, ne, und da erwischt einen die Polizei mit und man sagt, ja, das ist privat, das ist mein Eigenverbrauch, dann werden die auch mal ein bisschen recherchieren und gucken, was man wirklich damit macht. Trotzdem könnte man natürlich so machen. Ja, also deswegen sagen wir grundsätzlich in der Fußnote, habt ihr ja gesehen vielleicht, dass wir eigentlich selber der Meinung sind, ja, brauchen wir eigentlich nicht, eben auch wegen dieser Gleichbehandlung mit Alkohol. Und das gefährdet auch die Leute nicht. Aber gleichzeitig ist eben auch so, dass international Obergrenzen üblich sind. Also überall da, wo legalisiert wurde, gibt es Obergrenzen, fast überall, muss ich jetzt sagen. Mittlerweile haben wir doch auch ein, zwei Beispiele gefunden, wo dann doch keine Obergrenze tatsächlich existiert. Zumindest für den Besitz zu Hause. Hier ist aber der Schwerpunkt natürlich Besitz in der Öffentlichkeit. Besitz zu Hause haben wir nochmal extra auch genauso. Das ist die einzige Frage, die in zwei Sessions parallel läuft, nämlich die Obergrenze zu Hause wegen Eigenanbau. Das ist in der Grower-Session auch nochmal Thema, logischerweise. Und da hat auch nochmal darauf hingewiesen, bei dieser Frage Besitz in der Öffentlichkeit geht es nur um den Besitz in der Öffentlichkeit. Zu Hause muss auf jeden Fall der Wert höher sein. Da ist ja vollkommen klar, bei Eigenanbau hat man halt die Ernte da liegen und das ist mehr als eben 50 Gramm, die wir jetzt hier vorgeschlagen haben. Mit 50 Gramm sind wir deutlich höher unterwegs als das, was sonst so in Deutschland zumindest diskutiert wird und ungefähr im Rahmen dessen, was in den USA, Nordamerika und so weiter üblich ist, wo die ja immer gleich in Unzen rechnen, anstatt in Gramm. Ne? Eine Unze sind 28 Gramm ungefähr und das sind 1 bis 2 Unzen, die man damit sich rumtragen darf. Insofern sind wir mit unseren 50 Gramm da ungefähr in dem Bereich unterwegs. Aber Malta hat ja zum Beispiel gerade als erstes Land in Europa Cannabis im Sinne den Eigenbesitz legalisiert, wirklich legal gemacht, nicht nur geduldet oder irgendwie wir gucken weg, wir tolerieren das irgendwie, sondern per Gesetz legal und die haben 7 Gramm zum Beispiel Obergrenze. Das ist im Prinzip der Bereich, in dem wir uns bewegen. Einerseits eben die Frage auch, was halten wir jetzt selber für sinnvoll? Ja, wollen wir da die reine Lehre hinschreiben, das, was auf jeden Fall erstrebenswert wäre? Und inwieweit ist das Papier auch strategisch sozusagen?
Weil klar ist, das wird kaum durchsetzbar sein, keine Obergrenze. Auch das kann ich jetzt genauer sagen nach den Anhörungen, die schon gelaufen sind. Obwohl ich schon ein bisschen vorweggenommen habe, ja, dass unser Papier wahrscheinlich möglicherweise aktualisiert wird, nachdem eben viel Diskussion da auf Twitter auch schon gelaufen ist und irgendwie der Trend doch eher Richtung keine Obergrenze ging. Ich kann da gut mit leben, sag ich mal, wenn wir hier nachher beschließen, oder ihr beschließt mehrheitlich, dass wir keine Obergrenze wollen, dann wird das halt umgedreht. Ja, dann steht eben im Haupttext drin, keine Obergrenze. Und in der Fußnote, okay, überall woanders gibt es Obergrenzen. Wahrscheinlich ist das nicht durchsetzbar. Dann soll es halt möglichst liberal sein. Also da ist halt die Frage, na, wie viel will man jetzt reine Lehre, wie viel will man strategisch auftreten und dann eher mit verhandeln über eine vernünftige Obergrenze, die eben nicht so niedrig ist und mit guten Gründen, warum jetzt 50 Gramm besser ist als 7. Oder ob man einfach sagt, nö, wollen wir nicht, ja, und sich dann zurücklehnt, wenn eben die anderen darüber diskutieren, wie viel es denn jetzt wird. Damit könnten wir jetzt mal einsteigen. Würde ich jetzt mal ganz offen halten jetzt hier. Bitte erstmal nur Thema Besitz in der Öffentlichkeit und Verkauf. Ach, das hängt natürlich damit dran. Ja, wie viel darf auf einmal verkauft werden? Das ist derselbe Wert wie Besitz in der Öffentlichkeit. Das hängt da überall in den Ländern, wo es so Grenzen gibt, zusammen. Man darf auf einmal, jetzt Malta meinetwegen, Malta kann man nicht nehmen als Beispiel, was weiß ich, irgendein US-Staat, da darf so und so viel auf einmal verkauft werden und so viel auf einmal in der Öffentlichkeit besessen werden. Den Block machen wir jetzt mal über den Eigenanbau nachher, über die Grenze zu Hause, reden wir nochmal extra. Jetzt bitte eure Meinungen dazu, sollte es eine Obergrenze geben in der Öffentlichkeit und wenn ja, wie sollte die aussehen? So, wer hat das Saalmikro? Jetzt brauche ich mal hier, oder da hinten kommt jemand, ja, der junge Mann im grauen T-Shirt. Ist euer Mikrofon, Mann? Deine Hand war als erstes oben, also. Dankeschön. Guten Morgen, Clemens Horn, Deutscher Handverband München. Soweit ich das überblicke, ist die aktuelle rechtliche Situation beim Alkohol so. Da gibt es ja keine Erwerbsobergrenze, die mir bekannt wäre, dass es solche Grenzen eigentlich nur dann gibt, wenn es um die Erzeugung geht, auch durch Privatbrauer beispielsweise, wo ja zum Beispiel 2 Hektoliter im Jahr steuerfrei möglich sind. Aber da sind diese Höchstgrenzen ja wirklich nur eine steuerrechtliche Frage, also nicht die Frage, darf ich überhaupt so viel haben oder etwas, sondern es geht nur darum, darf ich das selber steuerfrei erzeugen. Insofern sehe ich jetzt keinen Bedarf in dem Sinne, dass man für Hanf, für den Verkauf, wo ja dann von lizenzierten Herstellern das irgendwie schon mal versteuert wurde, dass man da eine Schranke draufsetzt und sagt, man darf damit nicht unbegrenzt handeln. Also insofern sehe ich eigentlich diese Höchstmengenbeschränkung erst dann im Steuerbereich bei der Produktion, also im Eigenanbau, dann effektiv verortet. Also keine Obergrenze in der Öffentlichkeit, aber zu Hause kann man drüber reden. Okay. Ja, moin zusammen, Benjamin Kapelle. Ich halte Obergrenzen generell für hochgradig irrational. Ich verstehe sie tatsächlich nicht mal. Aber ich verstehe, dass wir in unserer politischen Diskussion darüber sprechen müssen. Und wenn wir darüber sprechen müssen, bin ich der Meinung, sollten wir uns, ich sag mal, am schwächsten Glied, was wir in der Gesellschaft haben, in diesem Thema. Und das sind für mich weiterhin die Patienten und insbesondere die immobilen Patienten. Und wenn ich an immobile Patienten denke, gibt es ja sicherlich auch welche, die auch mal einen Monatsbedarf haben von 100 Gramm oder sowas. Das gibt's halt. Und die können durchaus auch mal auf dem Land leben. Und Leute, die eben nicht so mobil sind, sollten sich durchaus mal für ein Quartal eindecken dürfen. Das ist aus meiner Sicht das Minimum. Gut, dazu vielleicht kurz, wir reden hier nicht über Cannabis als Medizin. Das ganze Konzept, das ganze Eckpunktepapier und so weiter, da geht es immer nur um die Regulierung als Genussmittel. Was für Patienten gilt, ist immer eine ganz andere Frage. Ne? Dass die dann mehr dürfen, das ist ja auch eben international bei den Beispielen so, dass Patienten in der Regel dann mehr besitzen dürfen, mehr anbauen dürfen, da wo Anbau legal ist und so. Also die sind davon jetzt nicht unmittelbar betroffen, wenn wir hier sagen, Obergrenze so und so viel. Kleine Ergänzung hierzu, das sehe ich in dem Kontext, dass man ja auch eine Alternative als Patient hat. Man muss ja nicht zwangsläufig zur Apotheke gehen oder Medizinal-Cannabis nehmen, was vielleicht unter Umständen auch doppelt so teuer ist oder was auch immer. Oder vielleicht sagt man auch, ich möchte überhaupt nicht meine Krankenkasse belasten, ich kann das noch ganz alleine bezahlen, ich möchte das auch alleine bezahlen, aber ich kann jetzt halt nicht 20 Kilometer irgendwie dreimal die Woche in die nächste Stadt fahren, um meinen Bedarf zu decken. Ja, man muss aber davon ausgehen, dass Apothekengras dauerhaft teurer bleibt als das, was auf dem Genussmittelmarkt unterwegs ist. Insofern, klar, hast du natürlich recht, dass auch viele Patienten da sich in das System reinbeamen werden. Ja. Also zweites Statement, keine Obergrenze. Guten Morgen, mein Name ist Paul.
Wenn wir keine Obergrenze einführen, dann haben wir eigentlich eine schwammige Obergrenze. Also keine gibt es ja nicht. Beim Alkohol haben wir auch eine schwammige Obergrenze eigentlich. Und ich würde gern das Thema Rechtssicherheit irgendwie ein bisschen ins Spiel bringen, weil ich würde echt gern sicher sein, dass das, was ich mache, legal ist und nicht mit einem Polizisten streiten müssen, ob das jetzt persönlicher Bedarf ist oder nicht. Weil mit einer Waage muss ich nicht streiten, aber mit einem Polizisten, der gegen das ist, schon. Ja. Das zeigt tatsächlich auch einen Aspekt, Sekunde noch, der viel diskutiert wurde. Also ich sagte eben, wir haben das auf Twitter schon ausführlich besprochen. Die Angst von vielen ist, dass eine Obergrenze ein Anlass für die Polizei sein könnte, weiterhin diese ganzen Durchsuchungen zu machen, Körperdurchsuchungen, ne, Arschkontrolle, wie manche sagen, sehr unangenehme Situationen, vielleicht sogar Hausdurchsuchungen, weil jemand könnte ja mehr als die Obergrenze zu Hause haben, wenn er auf der Straße mit irgendwas in der Tasche rumläuft. Das ist einerseits die Befürchtung der Leute, aber andererseits ist eben auch so, wie du sagst, das würde realistisch wahrscheinlich eher darauf rauslaufen, im Höchstfall, im schlimmsten Fall, dass ein Polizist einen noch belästigt, indem er irgendwie das Gras wiegen will, was man dabei hat. Und wenn das halt irgendwie passt mit der Menge, dass man dann halt auch seine Ruhe hat, ne, und weiterlaufen darf. So, das ist natürlich möglicherweise auch ein Vorteil. Okay. Ja, hallo, Jürgen Haas. Ich wollte zwei Sachen sagen. Zum einen hast du eben gesagt, der Verkauf und der Besitz in der Öffentlichkeit, dass diese zwei Werte miteinander korrelieren. Das widerspricht ein bisschen dem Argument von dem Speaker, der gesagt hat, ich kann ja am Tag mehrfach einkaufen gehen und dann, also wenn ich jetzt eine Obergrenze im Verkauf habe, 10 Gramm, wie auch immer, gehe dann fünfmal einkaufen, dann habe ich ja 50 Gramm bei mir. Also von daher weiß ich nicht, ob man diese beiden Werte wirklich gleichsetzen sollte. Obergrenze im Verkauf kann auch Sinn machen, nicht nur wegen Rechtssicherheit auf der einen Seite, sondern auch meiner Meinung nach muss man ja auch vielleicht die Leute am Anfang auch ein bisschen schützen, zum Beispiel vor Kriminalität. Thema, wie es die Banken jetzt gemacht haben, dass sie beim PIN-Verfahren umgestellt haben, damit man nicht mehr nach der PIN irgendwie bedroht wird. Wenn ich jetzt mit einem Kilo Cannabis aus dem Geschäft komme, ne, kann es ja auch passieren, dass dann jemand mir das abnehmen will. Sollte man vielleicht auch überdenken. Okay. Kann natürlich auch passieren, wenn du fünfmal in den Laden gegangen bist und da 50 Gramm zusammen gekauft hast, dass dir das jemand abnehmen will, wenn er das irgendwie sieht. Okay. Ja, also ich spreche jetzt als Mutter und wir haben gestern auch viel über Jugend gehört und ich denke mir, es ist auf jeden Fall noch ein Unterschied zwischen einem 18-Jährigen und einem 21-Jährigen. Das ist mal das eine. Das heißt, ich habe mir das so überlegt, beim Alkohol dürfen Sie ab 16 Bier kaufen und ab 18 Schnaps. So. Und ich glaube, dass es für einen 18-Jährigen schon ja, eher so, also da ist der Freundeskreis nach unten einfach offen. Ja? Und wenn der dann 50 Gramm im Laden kaufen kann und davon 40 an seine unter 18-jährigen Freunde verteilt, ist das jetzt, glaube ich, auch nicht das Ziel. Deswegen bin ich schon eher für eine Grenze im Laden, die natürlich mit der Grenze in der Öffentlichkeit gleichgesetzt werden muss. Was zu Hause passiert, da kann man die Grenze definitiv höher setzen. Aber das ist so ein bisschen ja, die Vermischung jetzt mit dem Jugendschutz, wo ich mir denke, hey, dann sollen die doch, ich habe mit den Kindern gesprochen und im Vorhinein und dann hat mir ein Mädel gesagt, eine 19-Jährige, sie fände es gut, wenn für die Jüngeren, also wirklich jetzt 18 bis 21 von mir aus, vielleicht der THC-Gehalt nicht so hoch ist. Sie hat gesagt, es geht ihr gar nicht so um die Menge, was ich jetzt eher sehe, sondern sie sagt, vielleicht sollten die vielleicht mit ein bisschen weniger THC-Gehalt. Natürlich kann das die Beratung machen im Laden, aber das wäre jetzt so mein Statement für eine Obergrenze. Ja, dazu vielleicht, das ist schon die Frage, ob das in unserem Sinne ist, wenn Leute im Geschäft viel kaufen und das meinetwegen 19-Jährige, die das an 17-Jährige weitergeben. Was ist die Alternative dazu? Gehen wir davon aus, dass dadurch die Leute mehr konsumieren, die Freunde, die 17-Jährigen? Oder gehen wir davon aus, dass die sowieso konsumieren würden und wenn sie es nicht aus dem Laden mitgebracht kriegen, vom Schwarzmarkt kriegen? Dann wird definitiv besser, wenn die im Prinzip so mit von den Älteren versorgt werden.
im Grunde läuft das bei uns. Ne? Wir haben ja auf Cannabis Normal letztes Jahr die Seite gemacht und haben wir über die Jugendschutzteile am meisten diskutiert. Da war das auch bei uns ein heißes Thema mit unterschiedlichen Meinungen und so weiter. Aber letztendlich ist ja der größte Jugendschutz die Verdrängung des Schwarzmarktes. Ne? Und insofern ist so ein bisschen durchsickern, so wie wir bei Alkohol ja jetzt auch haben. Also alle die Jugend trinkt, ja, oder alkoholabstinente Jugendliche bis 18 gibt es praktisch nicht. Die werden aber vollständig aus legalen Quellen irgendwie mitversorgt, ja, selbst über Eltern. Und das ist am Ende besser, als wenn schwarzgebrannter Fusel unterwegs wäre. Ne? Das ist da so ein bisschen das Credo. Aber tatsächlich, das ist der wesentliche Punkt bei diesen Anhörungen da, dass alle, die da hinkommen, die ganzen Spezialisten sagen, wir brauchen jetzt die Höchstmenge wegen Jugendschutz. Ne? Das ist tatsächlich so das Narrativ da so ein bisschen. So, wer ist als nächstes dran? Ja. Also, Carsten, ja, und guten Morgen erstmal. Ich denke auch, dass wir keine Höchstmenge haben sollten. Also es ist eigentlich sinnlos, eine Höchstmenge zu haben. Zu Hause haben wir später nochmal das Thema und auch auf der Straße, weil ich eben dann nicht mehr, beziehungsweise immer noch Polizisten habe, die mich belästigen und ich ja, wie gesagt, öfters kaufen kann und wir dann wieder Durchsuchungen noch haben. Ist es dann so viel oder nicht? Wenn wir über eine reden müssen, sollte sie möglichst liberal sein. Und was vorhin gesagt wurde von wegen dem Schutz wegen hohem THC-Gehalt und dass ich dann viel davon kaufe, wenn wir die Steuern an den THC-Gehalt binden, wäre das schon eine gewisse Regulierung mit, weil wenn ich weniger zahle für ein THC-armes Produkt, dann würde der Erstkonsument wahrscheinlich eher dann das kaufen als das ganz teure zum Ausprobieren. Mhm. THC-Obergrenze haben wir nochmal als Thema auch in einer anderen Session wiederum. Ne? Also da ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema an sich, wo bei uns im Konzept dann auch klarer ist, wo wir sagen, THC-Obergrenze, das halten wir für einen Fehler. Während hier bei den Besitzobergrenzen wir tatsächlich da schauen werden, was am Ende der Session rauskommt. Ja, ja, hallo Friedrich, guten Morgen. Also ich finde auch der Ansatz mit einer Obergrenze, ich glaube, ganz ohne Obergrenze wird es wahrscheinlich tatsächlich nicht gehen. Ich würde aber auch sagen, wenn wir uns da in so einem niedrigeren Bereich befinden, wie auch 50 Gramm, die ja wie gesagt im internationalen Vergleich schon recht ordentlich wären, dass das eben genau wieder dazu führt, dass dann Polizisten sich veranlasst fühlen zu überprüfen, ob das tatsächlich 50 sind oder vielleicht 51. Und dass das auf jeden Fall nicht in Richtung liberale Lösung geht, die wir, glaube ich, alle anstreben. Und deswegen sollte das, glaube ich, aus meiner Sicht eher in einer Größenordnung sein, wie du schon gesagt hast, Georg. Entschuldigung, ich duze dich. Ja, bitte, dich bitte. So lange. Wir kennen uns noch nicht, aber ich kenne dich schon so lange. Ich möchte explizit nicht gesiezt werden hier, ja, bitte. Du bist so oft bei mir zu Hause, regelmäßig. wie du schon gesagt hast, so wie es bei Alkohol auch ist, wenn ich jetzt mit einer Lasterladung voll Wodka rumfahre, dann würde da die Polizei wahrscheinlich doch schon auch stutzig werden und nachhaken und gucken. Und genauso sollte es, denke ich, bei Cannabis auch sein. Mal davon abgesehen, dass jetzt mit einer Lasterladung Wodka mit Sicherheit auch mehr Schaden anzurichten ist als mit einer Lasterladung Gras. Aber davon abgesehen, ich glaube, da immer wieder den Vergleich zu ziehen, bringt uns auch nicht so viel. Aber ich denke, in der Größenordnung könnte ich und könnten wahrscheinlich die meisten auch aus dem Weedmob sehr gut mit einer Obergrenze leben. Obergrenze Lasterladung, okay. Aber genau in diesem unteren Bereich, ja, natürlich müsste man es klar quantifizieren. Ich könnte mir sowas wie 10 Kilo vorstellen, weil dann reden wir von Großhandelsmengen. Und ich glaube, da sollte tatsächlich die Abgrenzung sein. Und da geht es dann, glaube ich, auch eher um steuerliche Fragen, Steuerhinterziehung, solche Sachen, gar nicht unbedingt das große Gefährdungspotenzial der Substanz an sich. Weil genau das ist das, was mir so wichtig ist dabei. Gestern die Politikerinnen haben immer wieder gesagt, Paradigmenwechsel. Und ich finde, für einen Paradigmenwechsel muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Das fehlt mir immer noch viel zu sehr. Also wenn man jetzt Leute anspricht außerhalb des Weedmobs, die sind ja immer noch völlig verschreckt und haben, ja, ich habe gehört, es soll legalisiert werden. Das ist ja Wahnsinn, ne? Jetzt werden schon Drogen legalisiert. Es muss da ein Umdenken stattfinden, finde ich. Und das Umdenken bedeutet, die Leute wissen, dass das nicht so gefährlich ist, dass das weniger gefährlich ist als andere legale Produkte, die wir haben. Und wenn das stattfindet, dann wird auch diese Diskussion um 7, 10, 15 oder 30 oder 50 Gramm völlig überflüssig, aus meiner Sicht. Okay.
Ja, also ich würde auch noch gerne noch mal was sagen zu der Schutzfunktion. Da würde ich dir auch zustimmen, Georg, glaube, das wird schwierig, auch mit 7 Gramm, da habe ich, sage ich mal, den Erstnutzer nicht geschützt. Ja, also wenn der 7 Gramm sich reinhaut, ist er natürlich auch völlig überdosiert. Da müsste ich ja schon extrem niedrig ansetzen und da kann ich einfach, glaube ich, die Interessen von Intensivnutzern und von Erstkonsumenten, von der Schutzfunktion von Erstkonsumenten, das kann man, glaube ich, einfach nicht über Obergrenzen übereinander bringen, diese Interessen. Dennoch halte ich Obergrenzen, wie du auch, würde ich jetzt mal unterstellen, für sinnvoll. Ein Thema, was jetzt noch nicht angesprochen wurde, waren die Nachbarländer. Und ich glaube, man muss sich natürlich auch immer fragen, bei der Legalisierung, wie viele Probleme will ich damit jetzt auch erzeugen, sage ich mal. Ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, eine extrem liberale Politik mache und vielleicht dadurch auch wieder neue Themen schaffe, schaffe ich natürlich auch wieder eine Diskussion, bei dem vielleicht auch die gesamte Legalisierung auf den Prüfstand gestellt wird. Ne? Und man muss sich natürlich überlegen, bin ich bereit, das zu riskieren, nur damit ich dann mit 2 Kilo rumlaufen darf. Und um jetzt auf die Nachbarländer nochmal zurückzukommen, ne? Das Problem ist ja, wenn jetzt jeder mit 2 Kilo, 3 Kilo rumlaufen darf, heißt es ja, man kann sich hier mit 2 Kilo eindecken, über die Grenze fahren und das dann einfach verticken. Und das ist dann zwar drüben illegal, aber da werden die Nachbarländer natürlich extrem dagegen sein, weil unsere Polizei hat dann keine Handhabe im Prinzip. Die können nichts machen, weil die 2 Kilo ja legal sind. Das heißt, es bleibt dann komplett eigentlich bei der Polizei des Nachbarlandes hängen und das wird natürlich massiven politischen Druck auch erzeugen. Und ich glaube auch, das habe ich jetzt auch schon in Kommentarspalten so auf YouTube gesehen, haben einige gesagt, ja, ist ja gut, ne? Da werden dann die Nachbarländer versorgt und dann wird da der Druck für eine Legalisierung erzeugt, aber das sehe ich eben sehr kritisch, ob man diese Ziele damit dann wirklich erreicht oder ob man nicht dadurch auch eher, sage ich mal, die Kontralegalisierer eher befeuert sozusagen noch. Deswegen denke ich schon, dass so Höchstgrenzen, ob es jetzt 50, 100 Gramm sind im öffentlichen Raum, ist jetzt egal. Aber ich denke, es muss schon eine gewisse Menge haben, weil es eben Intensivnutzer gibt. Die gibt es und wir wollen ja eigentlich auch den Schwarzmarkt austrocknen. Und wenn wir das alles zu restriktiv ansetzen, wenn wir sagen 5 Gramm, dann wird das für den Intensivnutzer, glaube ich, einfach nicht, oder auch 10 Gramm, es wird für den Intensivnutzer einfach nicht ausreichen, um umzusteigen. Ja, super. Da muss ich jetzt gucken, dass ich irgendwie alles, was mir dazu einfällt, noch zusammenkriege. Das Wichtigste war auf jeden Fall der Hinweis auf die Nachbarländer. Tatsächlich, das habe ich jetzt noch nicht angesprochen und das erspart mir auch irgendwelche interne zu erzählen, ja, tatsächlich, ihr wisst ja, dass dieses Europarecht noch eine große Rolle spielt, offensichtlich im internationalen Bereich, wo bis jetzt wir eigentlich nur diese ganzen internationalen Verträge, die auf UN-Ebene auf dem Schirm hatten und wissen, wie man das löst. Und auf einmal kommt Europarecht um die Ecke und das wird ein entscheidender Punkt sein am Ende, ne, ob die Nachbarländer damit irgendwie klarkommen, ob die sagen, ja, das tangiert uns oder tangiert uns nicht, was die Deutschen da machen. Und da ist diese Höchstmengengrenze eine wichtige Frage. Du hast eben gemeint, so ja wahrscheinlich, dass ich jetzt wahrscheinlich irgendwie Höchstgrenzen befürworte. Also wenn sie hoch genug sind, ist es mir eigentlich einigermaßen egal. Ich halte es aber für unvermeidbar, mehr oder weniger. Das werden wir nicht durchsetzen können, keine Höchstgrenze. Das würde mich schon sehr wundern. Da müsste schon irgendwie ein brillantes Brain irgendwie da noch irgendwo im Gesundheitsministerium rumsitzen und sagen, ey komm, die haben recht, das macht keinen Sinn. Und mein Statement dann über das von 200 anderen Sachverständigen legen, so ungefähr. Ich habe tatsächlich schon so argumentiert, ja, dass ich gesagt habe, eigentlich brauchen wir das nicht. Ne? Aber das war eindeutig nicht mehrheitsfähig, sage ich mal so. Ja? Da müsste schon noch in vielen Köpfen müsste noch Klick machen. Von daher, so oder so, ja, wenn wir gleich beschließen, keine Obergrenze, werde ich euch trotzdem fragen, was wäre denn eine sinnvolle Obergrenze? Genau, das ist nämlich der zweite Punkt, der mir dazu noch einfiel. Die stellen sich ja so vor, dass es irgendwie eine Menge gibt, die ein Konsument so verbraucht. Doch die klar definierbar ist und man sagt, so wie wir jetzt bei diesen Ländergrenzen, ja, dann sagen die, 6 Gramm, die Unionsländer, ist eine Eigenverbrauchsmenge, die die Leute mit sich rumschleppen dürfen. Wenn man jetzt aber 10 Gramm nimmt oder 15, wie Berlin,
das ist ja schon eine Dealermenge, das ist ja keine Eigenverbrauchsmenge mehr. Ne? So stellen die sich das vor, irgendwie, ballaballa. Aber ich kenne Leute, die holen halt zweimal im Jahr in Holland ihr Zeug und dann bringen die halt 200-300 Gramm mit. Und dann denken die, oder die verkaufen da keinen Gramm von, ja? Die verbrauchen das halt einfach. Ich höre auch Statements, die dann sagen, ja, aber das ist ja für Gelegenheitskonsumenten, diese Legalisierung. Hier geht es ja nicht um die Hardcore-Konsumenten. Kapiere ich gar nicht, wie die das meinen. Ja? Soll man die weiterverfolgen oder was soll das jetzt bedeuten? Ne? Die wollen halt einfach genauso wie vorher, während der Prohibition, irgendwie den Konsum, den Hardcore-Konsum vernichten, ne? Dass der irgendwie weg ist dann. So, als wäre das irgendwie, würde das dann klappen. Und deswegen gibt man keine Regeln dafür vor, was mit den Hardcore-Konsumenten ist. Die darf es einfach nicht geben nach wie vor und deswegen machen wir halt 10 Gramm oder so. Ne? Naja, genau, so viel dazu vielleicht erstmal. Ja, nächste. Ja, hallo, hier ist Nico. Und zwar ging es bei dem der Höchstmenge zu Hause darum, wenn wir Pflanzen zu Hause haben, sollten wir eine Höchstmenge meiner Meinung nach haben von, weiß ich, 5 Pflanzen, die wir pro Mal haben dürfen. Denn wenn ich jetzt zu Hause mir eine große Zimmerwohnung nehme und, weiß ich, meine 10, 20 Pflanzen da anbaue, schaffe ich ja im Endeffekt auch wieder ein Stück weit, auch für Jüngere, auch wieder den Schwarzmarkt, den ich damit ja auch füttern kann. Das hat nichts mehr damit zu tun mit Eigenbedarf. Eigenbedarf wären dann, weiß ich, wie ich gesagt habe, 5 Pflanzen, die man so haben könnte. Das jetzt nicht aufs Jahr gerechnet, aber so pro Mal, wo ich der Meinung bin, das reicht locker aus für den Eigenbedarf. Da bist du jetzt ein bisschen auf dem falschen Dampfer unterwegs. Jetzt sind wir noch bei Höchstmengen in der Öffentlichkeit, die man besitzen darf. Wir haben noch, also Growing, Eigenanbau und so spielt eine große Rolle hier. Wir haben eine eigene Session zu Eigenanbau, wo genau diese Fragen gestellt werden. Auch die Frage, limitiert man das nach Pflanzenzahl, nach Quadratmeterzahl, nach Wattzahl der Lampe, die drüber hängt oder Watt, wie auch immer. Ne? Und wie viel Menge sollte man da rumliegen haben dann? Ich frage nachher im zweiten Teil nochmal, was wäre denn eine sinnvolle Obergrenze für zu Hause? Wie viel Ernte will ein normaler Konsument höchstens da rumliegen haben? Das machen wir beim zweiten Teil, damit wir das, ich würde es aber gerne nochmal bei dem Besitz, Öffentlichkeit und Verkauf bleiben, um das eben bis zur Frage auf Slido dann abzuschließen und dann gehen wir nochmal auf diese Growing-Frage ein. Aber die ganzen anderen Fragen, jetzt abgesehen von der Höchstgrenze, da kommen noch andere Sessions, wo ihr da super ins Detail gehen könnt an der Stelle. Hallo, ich bin Simon vom Hampshire-Journal. Ich persönlich bin Cannabis-Patient, weil als Patient gilt ja die Menge von 100 Gramm als Grenzwert. Und das halte ich auch für eine realistische Forderung, dass wir sagen 100 Gramm als Höchstmenge. Denn wir leben in einer Demokratie und wir müssen uns auch einigen. Sinnvoll wäre natürlich, keine Höchstmenge zu machen, aber wir sind darauf angewiesen, dass die Politiker auch zustimmen. Und wenn wir keine Höchstmenge sagen, ist zu befürchten, dass dann manche uns die Zustimmung entsagen würden und nachher dass die Legalisierung daran scheitert und das dürfen wir nicht zulassen. Mhm. Ach genau, einen Punkt fällt mir noch ein, wo der Zusammenhang zwischen Besitz in der Öffentlichkeit und Eigenanbau doch da ist. Nämlich, was ist, wenn man nicht zu Hause selbst anbaut, sondern im Schrebergarten, der irgendwo anders liegt? Da haben wir irgendwann seine Ernte im Schrebergarten und will die nach Hause transportieren. Da haben wir auch überlegt, so, was fängt man jetzt damit an? Müssen die Leute dann irgendwie in 50 Gramm Schritten ihre 600 Gramm irgendwie vom Schrebergarten nach Hause bringen oder was? Ne? Oder möglicherweise sogar mit 7 oder 10 Gramm Schritten, ne? Je nachdem, was die dafür irgendwie beschließen. Das ist natürlich eine relevante Frage. Irgendwie macht das Sinn. Ne? Und da geht die Diskussion dann so weit auch, dass man sagt, okay, wenn man da einmalig oder ein paar Mal, wenige Male im Jahr größere Mengen transportieren will als Privatmensch aus irgendwelchen sinnvollen Gründen, was weiß ich, ich will eine Party in Alpen versorgen, wo 50 Freunde irgendwie zusammenkommen und in der Nähe ist kein Laden und die Bude wird verschneit sein und es kommt auch kein Lieferservice wegen Onlinehandel dahin, da muss ich jetzt irgendwie mal 100 Gramm kaufen. Ne? Da hat man dann eine Sondergenehmigung kriegt dafür. Das könnte man auch, so wie ein rotes Autokennzeichen, ja, zum Überführen irgendwie, da man dann sagt, okay, für den Tag habe ich jetzt die Genehmigung, 100 Gramm oder ein Kilo rumzuschleppen oder sowas. Ne? Das wäre dann dafür eine Lösung vielleicht. Gut, Eigenanbau müssen wir sowieso erstmal durchgesetzt kriegen. Ne? Und im Schrebergarten erst recht, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Aber wenn es kommt, dann werde ich natürlich darauf achten, hey Leute, wir brauchen halt rote Transportkennzeichen oder sowas. Ich würde gerne die Frage selbst nochmal in Frage stellen, weil die Frage ist, wie viel Blüten, getrocknete, darf ich mithaben? So, das ist halt nicht mal annähernd die halbe Miete quasi. In Österreich ist die Gesetzeslage so, dass nicht Blüten reguliert sind, sondern pures THC.
So, das heißt, da ist die geringste Menge 20 Gramm reines THC aktuell natürlich verboten, aber so ist es reguliert. Und irgendwie müssen, also was ist, wenn ich Edibles, einen Lutscher, einen Vape-Cartridge, einen Dab und noch 50 Gramm Blüten mit habe. Ich verstehe schon, dass es sehr schwierig festzustellen ist, wie viel pures THC ich mit habe, wenn nicht alles perfekt beschriftet und richtig beschriftet ist. Aber ich glaube, wir haben das bis jetzt einfach noch gar nicht am Schirm gehabt, dass es mehr als getrocknete Blüten aus Gras gibt. Allerdings, genau. Vollkommen richtig. Wir haben bis jetzt im Prinzip, tun wir so, als würde in den Läden nur Gras verkauft, vielleicht noch Hasch. Da würde man das, so wie der heute auch ist, da wird das ja auch nicht unterschieden bei den Höchstgrenzen, die wir haben. Aber wir wollen ja gar keine THC-Obergrenzen. Das heißt, man hat dann auch die ganzen Konzentrate da drin, also ne, Wachsöle, was weiß ich, wie das Zeug so alles genannt wird, mit, was weiß ich, 90% THC, ne, wenn das auch erlaubt ist. Und man hat dieselben Höchstgrenzen, mit nach unserem Vorschlag 50 Gramm, dann ist das natürlich ein ganz anderer Film als 50 Gramm, was weiß ich, 10% der Blüten oder sowas. Trotzdem stellen wir das mal so hin, sag ich mal, ne, und so zur Abstimmung. Wenn ihr wollt, können wir das auch differenzieren, ja, und sagen, hier Obergrenze für Gras so und so viel und Obergrenze für Konzentrat so und so. Ja, das steht uns offen, hier zu besprechen. Das Charmante meiner Meinung nach an der österreichischen Regelung ist, dass es einfach das alles schon absegelt. Also ich muss nicht mehr darüber reden, was ich habe, wenn nur das THC zählt. Bei den Edibles und Getränken würde das natürlich dann wirklich krudern, ne? Wenn man da sagt, 50 Gramm, wie will man das dann machen? Also jeder einzelne Muffin wiegt mehr oder so, ne? Was dann macht das auch keinen Sinn mehr. Ja klar, nee, wenn man das nicht nach THC macht, wenn man das nach Bruttomenge macht, so wie wir das jetzt hier quasi bisher diskutiert haben, ne? Und dann hat das 50% Obergrenze, macht eben für Edibles überhaupt keinen Sinn. Ja. Jetzt aber. Nächste. Genau, da würde ich direkt anschließen. Ich finde das auch eine Problematik, die genau diese niedrigeren Grenzen irgendwie obsolet macht, weil es lässt sich ja auch überhaupt nicht kontrollieren. Wie soll der Polizist, der mich jetzt festhält mit 45 Gramm Gras und einem Cartridge und dann eben noch ein paar Brownies, so, wie soll der Polizist das kontrollieren? Es ist einfach völlig unmöglich. Die Brownies müsste er ins Labor schicken, um rauszufinden, wie hoch ist der THC-Anteil, um es dann runterzurechnen, wie hoch die THC-Menge ist. Das artet ja in völligen Wahnsinn aus. Also es ist völlig nicht kontrollierbar. Deswegen, das spricht für mich nochmal ganz klar gegen solche niedrigen Höchstmengen. Aber davon abgesehen, was ich vorhin vergessen habe oder nicht hingekriegt habe, den Bogen zu spannen, das war meine allgemeine Meinung zu Höchstmengen. Aber jetzt geht es ja vor allem auch sehr stark darum, wie positioniert sich der Hanfverband in den Anhörungen und in den Diskussionen über die politische Entwicklung. Und da finde ich einfach, du hast selber gestern gesagt, der DAV ist da schon die liberalste Partei sozusagen in diesen Diskussionen. Und deswegen sollte der DAV da auch die liberalste Meinung vertreten. Und es wird ja letztendlich, wie in der Politik, in der Demokratie immer irgendeine Art von Kompromisslösung gefunden. Dass wir jetzt hier uns nicht einfach aussuchen können, wie es wird, ist klar. Aber wenn ihr die liberalste Partei bei diesen Diskussionen seid, solltet ihr euch doch auch hinstellen und sagen, warum Höchstgrenzen, wozu brauchen wir das überhaupt, was bringt das? Wenn ihr das nicht sagt, sagt es niemand. Das heißt, wenn dann in diesen Diskussionen niemand da ist, der sich so positioniert, dann sind wir da auch garantiert in der Lösung dann sehr weit entfernt und dann wird es eine niedrige Grenze. Genau. Also für mich ist ja vor allen Dingen die Frage, habe ich einen Plan B in der Tasche oder nicht? Ja, wenn irgendwann mal klar ist, der Beschluss steht, ja, es gibt eine Obergrenze, wir haben das zwar eingebracht, aber wir haben uns nicht durchgesetzt, ja, ich versuche da zu argumentieren, da gibt es ja auch jede Menge gute Argumente, wieso die Grenze nicht geben sollte. Aber das ist halt extrem unwahrscheinlich, dass wir das durchgesetzt kriegen. Ne? Und dann ist die Frage, rede ich dann weiter mit oder halte ich dann die Schnauze und sage, ja gut, habe ich halt an dem Punkt verloren, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Ich fand das jetzt ganz gut, was der Kollege aus Österreich gesagt hat mit der THC-Grenze. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt einen 16-Jährigen angucke, der eine kauft halt eine Flasche Bier, der andere kauft halt ein Kasten Bier. Also da gibt es ja im Grunde genommen, es ist legal und sie können kaufen, so viel sie wollen. Damenschmäuchen mit Cannabis. Wir müssen mal die abendländische Kultur in den Topf haben, weil hier in Deutschland wird der Alkohol... du bist nicht dran, melde dich, wenn du was sagen willst. Ne? Weil sonst, wir wollen ja auch die Videos veröffentlichen und wenn... das versteht man halt dann nicht, ne? Auf dem Video, was die Leute da sagen, dann ist das...
schicker, wenn man dran ist. So. Okay, also ich fand es eine gute Idee mit einer THC-Grenze, weil im Endeffekt von der Menge, das ist schon richtig, das ist ganz schwierig da einzuordnen. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum soll man mit 100 Gramm, das ist ja vom Grasvolumen jetzt nicht wenig, warum sollte man damit rumlaufen? Also es läuft ja auch fast keiner mit einem Kasten Bier ständig rum. Ja, und 100 Gramm ist vergleichsweise viel mehr als ein Kasten Bier. Ja, ja. Ne, das, niemand läuft auf jeden Fall mit 20 Kästen Bier ständig durch die Gegend oder so. Ne? Okay. So, also ich greife da mal zum Mikro und versuche das darzustellen. Wir müssen, glaube ich, an der Wurzel des Übels mehr arbeiten. Diese ganzen Ideen zu Regulierung und Höchstgrenzen sind zwingend vorgegeben von denjenigen aus der Alkohollandschaft, die das alles schwappen und laufen lassen. Wir müssen vielleicht mal die Gegenseite, das ist jetzt wieder Protest oder weitere Legalisierungsversuche, aber wir müssen die mal ein bisschen besser konditionieren. Weil dieser direkte Vergleich, den halte ich für unwahrscheinlich wichtig. Unsere Kultur gibt das einfach nicht her. Man kann sich als 16-Jähriger mit einem 18-Jährigen da reingegeben, der eine kauft eine Pulle Schnaps, der andere eine Pulle Bier und kann sich ins Koma saufen. Und wir reden hier über irgendwelche lächerlichen Höchstgrenzen. Ich habe hier eine Edibles-Tüte in der Tasche. Da müsste das Landeskriminalamt oder hier die Berliner erstmal ausjustieren, ob ich dafür 2 oder 3 Jahre Knast bekomme. Wie kann das sein? Zu den Edibles nur mal kurz. Ja, da haben wir ja gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, da macht halt überhaupt keinen Sinn mit den Höchstgrenzen. Das müssen wir auch erstmal durch Gesetz kriegen. Also auch danach sieht es im Moment nicht aus. Das sieht nicht so aus, als würden wir Edibles kriegen. Die reden da über Gras im Prinzip. Ne? Da muss man die schon mal dran erinnern, dass das auch Hasch gibt. Ja? Und wenn man dann anfängt, irgendwie, habt ihr schon mal was von Isolaten gehört? Wisst ihr, dass THC pur auf dem Markt ist und CBD? Und wisst ihr, was wollt ihr mit puren CBN und CBG-Kristallen anfangen? Soweit bin ich gar nicht gekommen, das mal anzusprechen. Ja? Das ist für die vollkommen vom Mond so eine Frage irgendwie. Außerdem im Vergleich mit Alkohol finde ich auch wichtig, das steht im Eckpunktepapier auch ganz oben drin, so die Dinge, die wir hier für Cannabis fordern, fordern wir auch für Alkohol. Alkohol ist viel zu offen gehandelt, mit Werbung und mit Verkauf an jeder Ecke, Alkohol an der Tankstelle, ja, und so weiter, da verloren, hat gehört da nicht hin und auch nicht in den Supermarkt, gehört auch in Fachgeschäfte, ne, und im Wesentlichen gleich behandelt. Das habe ich auch mehrfach vorgetragen in dem ganzen Zusammenhang da bei den Anhörungen, immer wenn es um diese ganzen Details ging, auch Altersgrenze oder so, ne, dass ich sage, ja, das machen wir bei Alkohol auch nicht und das macht keinen Sinn, das bei Cannabis so einzuführen, ne, so eine Restriktion. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich relativ häufig gebracht habe. Auch so der Punkt, denken Sie mal an sich selbst, Thema Altersgrenze zum Beispiel. Ja. Wer hat denn hier von den Beteiligten bis 18 keinen Rausch gehabt, null Alkohol getrunken? Ja, da wird wahrscheinlich niemand sich melden oder einen ersten Rausch gehabt. Haben sie alle gehabt, ja? Die waren alle mal besoffen vor 18. Und sie schaffen es trotzdem, alle da in so einer Anhörung zu hocken und irgendwie geradeaus zu reden. Ja? Die sind dann auch nicht abgestürzt deswegen. Und geht also eher darum, ne, wie geht Gesellschaft und jeder Einzelne mit diesen Substanzen um. Und nicht so sehr, macht nicht so sehr viel Sinn, jetzt das irgendwie so restriktiv zu handhaben, zu denken, wenn man eine Obergrenze macht und halten sich da alle dran. Gut, das, zu den Edibles wollte ich auf jeden Fall noch mal kurz loswerden. Ne? Wenn die das schaffen, da das nur Gras ist, dann ist das ja auch weniger problematisch, eine Obergrenze einzuführen. Das ist halt einfacher zu handhaben. Das ist natürlich der Punkt. Nochmal zu der Frage, warum machen wir das überhaupt? Und die ganzen Sachverständigen, die da sitzen und sagen, sie machen das aus gesundheitspolitischen Gründen, weil sie sagen, die Menge schützt die Leute vor Cannabis. Ich glaube, am Ende, die Entscheider, die werden verstehen, dass das keinen Sinn macht. Die werden sich fragen, hilft uns das, Produzenten und Händler von Konsumenten zu unterscheiden? Einfach aus Marktregulierungsgründen. Kriege ich den Markt so reguliert, dass ich ihn wirklich kontrollieren kann? Dass die Leute, die verkaufen, auch Steuern bezahlen und irgendwie sich registrieren und eine Lizenz haben und so weiter. Das ist der Punkt bei der Sache. Ja? Und eben, wie ich eben sagte, so gibt es überhaupt irgendeine Menge, die auf Eigenkonsum schließen lässt? Eine großzügige meinetwegen? Oder gibt es die nicht? Weitere
Statements dazu noch, Fragen und so weiter. Sonst würde ich mal so langsam zur ersten Abstimmung kommen. Ja, hier ist noch eine Meldung. Ich würd gerne das Thema noch in eine Richtung lenken, wenn ich darf. Und zwar darüber wurde auch noch gar nicht gesprochen. Ah, danke. Das Thema, was ist eigentlich, völlig egal, wo die Grenze liegt, was ist eigentlich, wenn ich diese Grenze in der Öffentlichkeit überschreite? Also sprechen wir dann über Ordnungswidrigkeiten oder sprechen wir dann wieder über Straftaten oder gibt es dann wieder irgendwelche Toleranzgrenzen oder sowas in die Richtung, wo man sagt, okay, wenn es irgendwie 5 Gramm oder 10 Gramm überschritten wurde, die erlaubte Menge, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit, alles was danach kommt, ist eine Straftat oder so. Dadurch, dass jetzt eben auch so hier gut diskutiert wurde, dachte ich, vielleicht hat sich darüber auch jemand Gedanken gemacht. Ja, ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall, ne, dass man das noch mit im Kopf hat. Unsere Linie ist dann natürlich, wenn es denn irgendwie zu Höchstgrenzen kommt, dass dann im Prinzip höchstens ganz milde Sanktionen dann erstmal einsetzen, wenn man die leicht überschreitet. Weil im Moment wäre es ja so, ja, meinetwegen, wir haben da eine Höchstgrenze von 15 Gramm, die sich da irgendwie ergibt im politischen Diskurs. Und wenn alles andere nach den aktuellen Regeln so bleibt, wie es ist, ja, dann ist man sofort wieder im Straftatbestand drin, irgendwie mit 16 Gramm und auch mit entsprechenden Strafen und so weiter. Und wenn das irgendwie über 100 Gramm ist oder eben diese 7,5 Gramm THC, dass man dann irgendwie schon über eine Haftstrafe redet auf Bewährung oder so, ja, das kann natürlich nicht sein. Dann muss es natürlich darum gehen, dass das, also andererseits kann man auch nicht verlangen, dass dann überhaupt keine Sanktionen eingeführt werden, ja, aber das macht halt überhaupt keinen Sinn. Der Staat wird irgendwas machen müssen, um dafür zu sorgen, dass diese Grenzen dann auch irgendwie halbwegs ernst genommen werden. Aber das kann eben dann auch eine Ordnungswidrigkeit sein und was weiß ich, 25 Euro Bußgeld wie beim Falschparken. Ja, das habe ich jetzt letztens bei mir vor der Haustür mal wieder eingesammelt irgendwie. Da hat man keine, wird man irgendwo registriert als Straftäter oder was und das ist irgendwie verschmerzbar. Und je mehr man dann darüber liegt, dann kann das ja auch langsam steigen. Ja, bis zum Punkt eben die 10 Kilo oder so, ne, wo man sagt, ey Junge, das kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt dein diesjähriger Eigenverbrauch ist. Ja, du bist Steuerhinterzieher oder sowas. Na, da irgendwann muss man dann halt gucken, ob man da ein bisschen die Daumenschrauben anzieht. Genau, aber das, wenn wir jetzt hier über die Obergrenzen reden, ne, das ist natürlich klar, dass wir das dann irgendwie entsprechend einbringen werden, dass die Spirale, die dann einsetzt, eben nicht die Keule sein darf. Aber dazu noch gerne irgendwelche Anmerkungen, falls da jemand noch was zu sagen will. Ja, da hinten. Ich hatte jetzt erstmal noch das Mikro. Ja. Ah ja. Ja, ein bisschen melden werden. Manchmal habe ich hier Schwierigkeiten, dann die Stimme zu finden. Genau, danke. Ja, also zu Edibles vielleicht nochmal. Ich denke, bei Edibles sollte es definitiv eine THC-Höchstgrenze geben, weil wir hier im Raum, wir sind vielleicht alle gut informiert und lesen auch immer brav die Packungsbeilage und setzen uns damit auseinander, aber ich glaube, man muss eben auch davon ausgehen, dass es Leute gibt, die das nicht tun, die sich auch einfach irgendwas einwerfen und ich glaube, da gehört auch zu einem, ja, zu einem verantwortungsvollen Regularium dazu, dass man da eine Höchstgrenze wählt, wo Leute sich, sage ich mal, nicht ganz so schnell überdosieren, wenn sie das vielleicht nicht ganz so bedacht einnehmen dann. Das würde ich schon für sehr sinnvoll halten bei Edibles. Und, aber du meinst eine THC-Obergrenze, oder? Eine THC-Obergrenze, genau. Ja. Weil das wiederum ist ja ein Thema, was woanders dann nochmal kommt. Aber du bist nicht dafür, dass man jetzt irgendwie eine Begrenzung macht, wie viel Haschkekse oder was weiß ich, Brownies man da kaufen darf insgesamt. Nee, also gut. Also ich meine, man kann eine machen. Es wurde ja schon gesagt, dass das extrem schwer kontrollierbar ist. Deswegen glaube ich, dass die in der Praxis nicht so relevant ist. Trotzdem geht natürlich auch von solchen Obergrenzen dann so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Signalwirkung aus, dass man so einen, sage ich mal, weißen Bereich hat, in dem vielleicht dann auch viele sich trotzdem bewegen wollen. Ja, hätte ich jetzt keine starke Meinung jetzt dazu. Also man kann eine machen, aber ich glaube, das wird in der Praxis wenig Relevanz haben. Ne? Und vielleicht noch generell, ich habe manchmal so den Eindruck, für viele ist die Legalisierung dann am erfolgreichsten, wenn die liberalste Regelung durchgesetzt ist und wenn wir jetzt vielleicht mit Gras da sind, wo wir bei Alkohol sind. Und ich wollte vielleicht nochmal einfach so einbringen, was du im Prinzip auch schon angedeutet hast, ob das eigentlich auch der Weg ist, den wir wollen, dass wir
in eine Gesellschaft reinlaufen wollen, wo der Cannabiskonsum genauso unreflektiert durchgeführt wird wie jetzt der Alkoholkonsum, weil das wird natürlich viele neue Probleme schaffen. Und die Frage ist, wollen wir das? Und ich glaube, man muss sich auch als Konsument manchmal auch die Frage stellen, ist die Legalisierung nicht vielleicht nur dann Erfolg, wenn ich mit 2 Kilo rumlaufen darf, sondern ist sie vielleicht auch dann Erfolg, wenn weniger Leute an einer Psychose erkranken, weniger Leute auch Schaden vom Konsum davontragen. Und wir haben im Vorfeld immer viel gesagt, ja, wenn die Legalisierung kommt, dann kann man ja ganz viele Schutzmaßnahmen einbauen und ganz viel in Richtung Safer Use Konsum machen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Diskussion so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und wir nur noch darüber diskutieren, wie kann man das Ganze möglichst liberal gestalten. Und ich denke, das ist eben auch ein Punkt, den man noch bedenken sollte, dass es eben nicht nur Leute gibt, die reflektiert konsumieren, sondern auch Leute gibt, die unreflektiert konsumieren und dass man auch da auch darüber nachdenkt, welche Schutzmaßnahmen kann man da vielleicht auch sinnvoll tun. Ja, da müssen wir auf die anderen Sessions auch an dem Punkt verweisen. Hier geht es halt wirklich um die Frage, Obergrenzen ja oder nein, ne? Und ist das, schützen die Jugend? Ja, müssen wir natürlich hier gerne mit bedenken. Kam ja auch als allererstes die Frage, ne? Obergrenze macht vielleicht Sinn, um die Jugend zu schützen. Das mag jeder von euch einschätzen, wie ihr wollt. Aber die anderen Fragen haben wir auch in anderen Sessions. Wir haben eine Jugendschutz-Session zum Beispiel und eine, auf die ich jetzt nochmal speziell hinweisen wollte, nämlich die bunte Vielfalt und ihre Grenzen, Produktregulierung. Die ist 14:30, auch hier. Und da geht es zum Beispiel auch um die THC-Grenzfrage. Ja, und da wird erstmal auch gefragt in der Slido-Geschichte, da soll es eine allgemeine THC-Obergrenze insgesamt geben oder soll es sie nur für Edibles geben? Auch das ist da mit abgefragt. Genau, also vielleicht noch eine Sache dann. Ich habe auch durchaus übrigens Sympathien für die Geschichte, ne? Was macht man vielleicht so im Bereich 18 bis 21, ne? Ob man da vielleicht nochmal was Restriktiveres macht oder vielleicht auch nochmal das Thema Drogenführerschein einbringt, dass man vielleicht sagt, da ist die Höchstgrenze erstmal geringer und wenn Sie vielleicht ein Beratungsgespräch machen, dann können Sie auch die gesamte Menge nehmen in die Richtung, was fände ich an sich jetzt auch nicht wenig sinnvoll. Also ich denke, das fände ich sinnvoll, ja. Ja. Also ich bin ein bisschen skeptisch, was die 18er-Sache angeht. Ne? Ich nehme das jetzt mal noch auf, weil das der Obergrenze tatsächlich betrifft, in dem Fall öffentliche Obergrenze für unterschiedliche Altersgrenzen, unterschiedlich handhaben. Ich glaube, da wir um die 18er-Grenze sollten wir jetzt, da kommen wir nicht drum rum. Es gibt zwar auch Beispiele, ich wusste gar nicht, dass es die gibt, ja, dass man überhaupt irgendwas einschränkt über 18. Ja? Wir haben da im Team erstmal so gebrainstormt und gedacht, okay, was hat denn überhaupt eine höhere Altersgrenze? Du darfst irgendwie Soldat werden, in Afghanistan rumballern irgendwie oder ein Auto mit 400 PS fahren, alles kein Problem mit 18. Aber du darfst nicht kiffen, ne? Oder darfst du THC so und so viel in deinem Gras haben oder was, ne? Macht das Sinn? Kann man sich natürlich schon fragen. Und ich war bis jetzt davon ausgegangen, dass das verfassungsmäßig gar nicht geht. Ja, weil du bist mit 18 voll geschäftsfähig und fertig, so, ne? Aber tatsächlich bei den Automatenspielhallen haben die das auch so gemacht. Jedenfalls manche Bundesländer, die gesagt haben, darfst du erst mit 21 rein. Trotzdem, ich glaube immer noch, dass das vom Verfassungsgericht vielleicht gar keinen Bestand hätte, aber scheinbar hat bis jetzt keiner dagegen geklagt. Jedenfalls haben wir da nichts zu gefunden. Wir müssen langsam zu der Abstimmung kommen. Da hinten ist noch eine Meldung. Also von daher jetzt mal, irgendwie müssen wir in die letzte Runde kommen, sonst kriegen wir das nicht hin hier mit unseren Abstimmungen. Ja, Mario, guten Morgen. Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, im Koalitionsvertrag steht ja, dass die Legalisierung nach 4 Jahren evaluiert werden soll. Und ich denke mal, dass jede Obergrenze, die eingeführt wird, dass man sich Gedanken macht, wie man Daten erhebt, welche Mengen überhaupt gekauft werden oder vielleicht auch Befragungen durchführt, dass das bei der Evaluierung auf jeden Fall noch mal steht, welche Höchstmengen oder ob die Höchstmenge gut gewählt war, die man jetzt wählt. Sage ich mal so. Allerdings, ja, ich gehe sowieso davon aus, dass das Ganze dann irgendwie nochmal tatsächlich sich verändern wird. Ja, das haben wir in Staaten auch zum Teil, dass erstmal relativ restriktive Regeln waren und dann das Ganze ein bisschen lockerer wurde mit der Zeit. Zum Beispiel auch der Konsum vor Ort, ja, wo das am Anfang überhaupt nirgendwo möglich war und jetzt dann doch irgendwie angefangen wird, über Lounges zu reden oder so. Da hinten links meldet sich schon eine Frau ganz lange, die würde ich gerne als nächstes dann nach dem Kollegen gerne, mach du da, wie auch immer, auf jeden Fall nicht übersehen, bitte. Dankeschön.
Ja, also zum Thema Altersgrenze, also da finde ich, sollten wir definitiv nicht differenzieren, jetzt noch zwischen 18 und 21 eine engere Regelung zu treffen. Also ich finde es ganz im Gegenteil für diejenigen, also ich denke, jeder kann sich in seine Jugend zurückversetzen. Also ich, also wenn ich jetzt an meine Jugend denke, also da wäre ich auch froh gewesen, ich hätte früher die legalen Wege dazu gehabt und hätte nicht mich an andere wenden müssen oder an den Schwarzmarkt, sondern ja, hätte auch unter 18 Jahren, sage ich mal, Kontaktpersonen gehabt. Und deshalb finde ich, dass die Grenze von 18 auf jeden Fall allemal reicht. Und zum Thema Höchstgrenzen, also ich bin auf keinen Fall eine Verfechterin von den Höchstgrenzen. Also ich würde es auch grundsätzlich definitiv abstreiten, verneinen. Das sollten wir grundsätzlich eigentlich nicht eingehen. Aber ich denke halt, wenn es jetzt notwendig ist, damit wir die Legalisierung halt tatsächlich durchkriegen, sollten wir uns tatsächlich über eine Grenze unterhalten, damit wir eine im Petto haben, weil es offensichtlich ja notwendig ist, dass wir eine definieren. Und 50 Gramm, finde ich, dann ist schon mal ein Anfang, aber gerade wenn man ja auch den Punkt von der Bevorratung von jemandem sieht, der jetzt, sage ich mal, nicht direkt dann ein lizenziertes Fachgeschäft um die Ecke hat oder nicht sehr mobil ist, der sollte auch die Möglichkeit haben, mehr zu ordern für einen längeren Zeitraum, und deshalb würde ich einfach mal 200 Gramm in den Raum schmeißen. Ja, so. Das eine Statement da, was der Kollege, der eben schon ein Mikro in der Hand hatte, nehme ich noch, dann müssen wir dicht machen, sonst kriegen wir das nicht hin hier. Ja, den Vorschlag, der gerade von vorne kam, von wegen partielle Einschränkungen von Höchstdosis oder so zwischen 18 und 21, finde ich als 20-Jähriger eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Weil das ist eigentlich die klassische Story von wegen, ja, ich vertrage kein Gras, ja, warum nicht? Ja, ich hatte ein Edible und es war viel zu stark, und seitdem kriege ich da immer Paranoia. Und dass man meinetwegen eine Höchstgrenze einführt, die man zwischen 18 und 21 einfach so kaufen darf, oder Höchstdosis pro Edible, die normaler Konsument sicher konsumieren kann, ohne da einfach dann anschließend zu denken, er verbrennt jetzt oder muss ins Krankenhaus oder wird nie wieder nüchtern. Und mit einem Drogenführerschein in Verbindung, dass man dann sich ein kurzes Beratungsgespräch reinziehen muss, was da mit Dosis zu beachten ist, damit es auch wirklich klappt und nicht in die Hose geht, dass man dann damit auch höhere Einzeldosen kaufen könnte. Also mit dem Alter, ich wäre da eher, fände es eher interessant, mal drüber nachzudenken, Richtung 16 runter, irgendwie mit milden Sorten, was bei sich bis 5% oder da bin ich aber auch vorsichtig, ja, weil das natürlich auch von uns, wenn das von uns kommt, ne, wir wollen dann auch 16-Jährige kiffen, auch sich komisch anhört, aber das ist so ein bisschen Wunschkonzert eben, ne, zu sagen, wir wollen, dass Leute bis 21 keine harten Edibles kriegen. Ja, das ist halt die Frage, ob das realistischer ist, als jetzt gerade mit der Prohibition wir das haben. So, aber wir müssen jetzt mal Slido spielen hier.